Ja, hallo und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Minecraft Build Battle zusammen mit King of Crafting 7. Servus, der Skin ist zwar anders, aber es geht wegen Xbox nicht. Ja, er hat noch. Auf Xbox kann man ja nicht hier seinen eigenen Skin machen und er spielt normalerweise auf der Java Edition mit seinem Skin, ja, und ich bin jetzt hier auf unserer normalen Build Battle. Ja. Map hier, Minecraft Build Battle. Das hier war ja letztes Mal meine Seite und das hier die von King of Crafting. Hier sehen wir nochmal die Schmiede von letztem Mal. Da der Status ist Build Battle, Hashtag 001. Thema war die Schmiede und der Sieger ist leider noch unentschieden. Und es wird wahrscheinlich auch so bleiben, weil es war 50 zu 50. Ihr konntet euch nicht entscheiden, Leute. Wir waren einfach beide gut. Jetzt ist es raus. Hoppla. Was ist denn? Du hast die Map kaputt gemacht. Weißt du eigentlich, wie lange ich an diesem Schild gesessen habe? Oh Mann. Man hört übrigens den Controller klicken, Mann. Ich habe den Jump nicht geschafft. Ich glaube, der ist sowieso unmöglich. Ja, Leute, also. Okay, das war jetzt noch schlechter als mein Jump. Hey, wieso ist hier eigentlich keine Tür mehr? Okay, wir nehmen hier jetzt mal so eine Eisentür, dass man da gar nicht mehr durch kann. Oh mein Gott, ich bin mega gut gejumpt. Ja, guck mal, ich mache jetzt auch den Jump. Schau euch das an, Leute. Oh mein Gott, ich bin sogar drüber gejumpt. Oh, warte mal kurz. Ui. Jo, hast du das gesehen? Oh mein Gott. Warte mal kurz. Starten wir doch mit der Folge. Ja, starten wir mit der Folge. Okay, also. Wir bauen heute eine Bank. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bauen wir heute eine Bank. Und ja, dann tue ich doch hier mal die ganze Scheiße hier aus meinem Inventar raus. Junge. Ja. Geh auf deine Seite. Weniger Platz. Gut, und dann würde ich sagen, fangen wir an. Also ich wurde hier random einfach hier reingeschmissen in diese Episode. Ich habe keine Ahnung, wie zum Teufel man eine Bank baut. Aber ich würde sagen, Crafting, legen wir los. Was nimmt man denn da am besten für eine Bank? Eine Bank. Ach, das können wir gebrauchen. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. So, hier grauer Beton können wir gebrauchen. Aber bitte nicht kopieren, King of Crafting. Jetzt, wo du mich hörst, das ist ziemlich blöd. Ja, also, ich habe mir jetzt ein Mikrofon gekauft. Das heißt, ich benutze nicht mal mein Headset, sondern ich habe hier ein Mikrofon. Also, dann bauen wir hier doch schon mal hier so die Wand hin. Und hier dann... Gott, ich kann doch keine Bank bauen. Also keine Parkbank, sondern eine Bank, wo man Geld holen kann. Ja. Okay, würde schon sinnvoller erscheinen, ne? Dann holen wir uns hier doch erstmal Spruce-Stores. Wo sind die denn? Spruce! Bin ich jetzt blöd oder was? Ach so, hier. Holen wir erstmal hier Spruce-Stores. Was hatten wir denn da am meisten drin normalerweise? Welche Bretter? Oh, die Fichtenholzbretter sehen mir sehr sympathisch aus. Okay, dann tun wir hier einfach mal ein paar Spruce-Stores rein. Was ist denn das? Hey, wo ist dieser doofe Rüstungsständer? Oh, er benutzt Rüstungsständer. Ist ja gut zu wissen. Ich habe aber eine gute Idee. Wir benutzen hier erstmal einen Säulenquarzblock, weil ich eine gute Idee habe. Oh mein Gott, das wird so cool aussehen, Leute. Das reißen wir erstmal wieder alles ab. Aber wenn ihr auch sowas bauen möchtet, schaut, dass dieser Säulenquarzblock hier also nach oben zeigt. Weil wenn ich das jetzt so bauen würde, dann seht ihr, das klappt so nicht. Wie viel geben wir uns Zeit? Machen wir überhaupt mit Limit? Weil eine Bank ist schon ziemlich schwer zu bauen. Ich würde nicht Limit machen. Ja, okay, wir machen... Das ist schon echt ätzend. Ja, wir machen heute mal kein Limit. Weil nächste Folge machen wir wieder Limit. Oh mein Gott, ich zerstöre einfach die ganze Map. Nein, das hat doch so lange gedauert.
muss ich alles hier wieder bauen. Zählt eigentlich Äußeres auch, ja, gell? Mit Straße und so, oder? Oder nur die Bank? Nein, nur die Bank, weil es dauert schon ziemlich lange. Okay, ja. Dann haben wir hier unsere Front schon mal. Das ziehen wir natürlich hier noch zu hoch. Und das ist jetzt noch ziemlich leer, würde ich sagen. Deswegen machen wir hier was für Glas, nehmen wir da bitte. Puh, keine Ahnung, was hat man denn da so für Glas? Ich muss einfach mal hier weiß. Und man hört so deinen Controller klicken. Das hört sich an wie so, als ob du schmatzen würdest. Hör auf zu schmatzen. Ja, das ist wirklich so witzig so. Ja, jetzt schmatzt er. Das hört sich genauso an wie vorher, wie das Controller klicken. Das sieht doch schon mal ziemlich cool aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Was nehme ich denn für ein gutes Material? Was sieht denn gut aus? Würde ich sagen, machen wir hier gleich doppelt. Oh, ich bin Challenge. Das schaffen wir, Leute. Doppelt. Ich baue ab, statt zu bauen. Okay. Dann haben wir hier schon mal unsere Glasdings hier fertig. Können wir hier auch schon wieder weitermachen. Ich würde sagen, wir machen das immer alles vier Blöcke hoch, damit man auch springen kann. Das sind 1, 2, 3, 4 Blöcke hoch. Okay, gut. Es muss halt nicht so eine fette Base sein, okay? Es muss halt einfach... Ist halt eine Bank. Ganz normal sein. Ja, halt, es muss halt nicht perfekt gesichert sein. Also der Tresor. Also, wenn... Oh, ich gehe... Nein, ich gehe doch nicht über die Mauer raus. Ich dachte gerade, ich würde über die Mauer rausgehen. So. Oh, ich dachte... Also, es ist egal, die Größe, okay? Leute... Das sieht so kacke aus. Also ich habe noch niemals so was Schlechtes hier gebaut. Das sieht also so schön aus. Ich wundere mich gar nicht, dass es kacke aussieht, weil alle deine Sachen sehen kacke aus. Ja, schau dir mal meine Schmiede an. Es war unentschieden letztes Mal, also unentschieden? Ist nicht mal so schlecht, das reißen wir ja mal wieder komplett alles ab hier. Das war ja komplett der Reinfall. Okay, das mit den Säulen klappt nicht, aber hier unten die Säulen, die sind gut. Sorry, tut mir so leid, Pferd. Aber du schießt mir nicht. Oh mein Gott, dieser Sound ist so übertrieben. Dieses Pferd, es heult so krass rum. Ich hab gerade mal die Front. Ja. Irgendwie so ähnlich. Okay, ich glaube, wir sind ein bisschen weiter. Ich hab nicht zu dir rüber gelugt. Auch nicht eine Sekunde oder so. Ich würde das hier noch so machen, Leute. Okay, dann müssen wir das hier alles durch Fichtenholzbretter alles ersetzen. Ich habe eine mega geile Idee. Da wirst du nie drauf kommen. Doch, werde ich. Muss sie mir nur sagen. Hm. Mache ich aber nicht. Okay, wie breit machen wir die Bank? Wir müssen immer noch Tresor machen. Ich würde sagen, auf dieser Seite machen wir es ein bisschen länger. Oh, nein, 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 nein. Ganz falsch, ganz falsch. Nein, ohne Tresor, ohne Tresor. Natürlich. Schaut sonst... Okay. Wie weit ist es schon? Also Tresor ist sehr anspruchsvoll. Nö. Er muss ja nicht gesichert sein. Es soll einfach nur schön aussehen, Leute. Es wäre natürlich besser, wenn es gesichert Mann, ist. Geh weg, du dumme Kuh. Ich habe das Recht, dumme Kuh zu sagen, weil es ist eine Kuh. Ja, dann darfst du dumme Kuh sagen. Ich hoffe, mein Mikrofon nimmt auf. Da steht auf jeden Fall, dass es auf On ist. Also ich habe jetzt ein neues Mikrofon geholt. Kein Headset mehr, habe ich schon gesagt. Und ich hoffe, man kann King of Crafting jetzt auch hören. Ja, ich kann nicht hören. Nein, ob wir dich hören können. Okay, jetzt haben wir noch einmal hier eine Wand gezogen. Wegen dir zerstöre ich die ganze Bank. Ja, toll, jetzt habe ich dein doofes Zeug. Das will ich aber nicht haben. Also jetzt machen wir hier mal so auf. Und dann, keine Ahnung. Jetzt muss ich alles neu bauen. Ich brauche jetzt hier mal so Schilder. Schild, was ist das? Schildkröte. Mehrere Schildkröte spawnen. Was nehmen wir denn da am besten? Nehmen wir Spruce?
Nee, ich denke, wir nehmen Fichte. Das hebt sich dann gut auf. Da schreiben wir Minecraft. Citibank. Mehr Infos unter wartet kurz mal www.minecraftcitybank.net. Was machst du da? Werbung. Ich habe nicht hingeguckt. Minecraft Citibank. Mehr Infos unter. Okay. Ich dachte, du schaust doch auf eine Internetseite. Nein, ich guck doch nicht auf eine Internetseite. Mann. Das sieht doch übelst cool aus, denke ich mal. Oh ja, stimmt. Man kann ja hier nicht in der Luft platzieren. Wie schlau. Hä, sieht das gut aus? Oh mein Gott, nein, 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 das sieht kacke aus. Sag ich doch. Du hast hier nichts zu sagen. Doch. Mehr als du. Nein, das sieht kacke aus mit diesen. Das sieht schlimm stimmt, aus. Stimmt, alles sieht kacke aus von dir. Ey, das hat mich getroffen. Ey, das hat mich aber echt. Das hat mich jetzt echt getroffen. Ah, ja! Du bist gemein. Ich weiß. Also, auf jeden Fall ein guter Ratschlag, nicht mit Herrn spielen. Er ist echt gemein, finde ich. Machen wir hier noch ein paar Säulenquadrat hin. Bis wohin machen wir die? Drück nicht so viele Knöpfe, King of Crafting, sonst denkt man, du schmatzt zu viel. Und schmatzen ist böse. Ja, auf dem PC will ich auch eher spielen als auf der Xbox. Ja, er hat auch bald dann die PC für Windows 10 halt. Er hat schon Java Edition. Schaut auf jeden Fall mal bei seinem Kanal vorbei. Da hat er eine neue Folge Mörder mit. Bei mir ist ein Schwein drin, ey. Also, ein bisschen. So ein bisschen sicherer sollte. Murder Mystery! Ja, also er hat Murder Mystery rausgebracht. Ich habe auch mitgespielt und da hat man mich auch gehört. Nicht so gut wie hier, aber man hat mich gehört, Leute. Das ist das Wesentliche. Und ich habe auch ein bisschen mit Mods rumprobiert. Also Mods empfehlenswert. Einfach nur empfehlenswert, Leute. Das war versetzt. Mods sind auf jeden Fall perfekt. Okay, dann brauche ich hier noch wieder was Graues hier. Grau. Grau. Hey, grauer Beton, warum ich hier? Ach man, den Tresor. Jetzt ersetzen wir hier mal alles durch diesen Beton. Das ist hier nämlich der Tresor. Oh. Das soll ja auch schön aussehen einfach. Also das, der Tresor ist jetzt nicht sehr sicher. Aber... Welcher Bandit hat eine Eisenspitzhacke dabei, wenn er eine Bank ausraubt? Jeder. Nö. Also als ich meine letzte Bank, also als ich meine letzte Bank ausgeraubt habe, da hatte ich keine Picke dabei. Ist es daran nicht so lustig? Das ist die Wahrheit. Junge, ich habe meine Picke zu Hause vergessen, als ich die Bank ausrauben wollte. Das war voll blöd. Ja, klar. Ja, ist so. Was könnte der eine Bank ausrauben? Ich kann alles. Wenn du es genau wissen willst. Ich kann alles. Ich lache mich nur tot. Ja, wenn du tot bist, ist auch gut. Dann muss ich es nicht mehr erledigen. Ja, ihr könnt ja mal sehen, wie oft ich ihn in Murder Mystery gekillt habe. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock auf die Folge habt. Ihr müsst jetzt Bock auf die Folgen haben. Sonst werdet ihr sterben. Nee, also nur wenn ihr wollt. Nö, schaut euch an, die ist echt empfehlenswert. Lasst bei mir ein Like da. Ja, lasst ein Like da. Lasst bei mir ein Like da. Bei mir und, aber nur. Ja, aber abonniert seinen Kanal. Und wenn ihr mehr Minecraft Build Battle oder sonstiges hier sehen wollt,
Smash doch einfach mal den Like-Button, bis er so blau ist wie dieses Diamantschwert hier in meiner Hand. Das würde mich wirklich freuen. Und meinen Kanal abonnieren, das könntet ihr auch mal machen. Viele von euch schauen die Videos, aber abonnieren mich nicht. Ist kostenlos, Leute. Es gibt YouTuber, die kosten was, aber bei mir nicht. Checkt. Den Link bei mir in der auch Video. Nicht. Ja. Beam kostet auch nichts. Alles kostenlos bei uns. Machen wir nur aus Spaß, weil wir ein bisschen was für euch machen wollen. Außerdem macht es ja auch Bock, hier was zu spielen. Und ganz alleine ohne euch ist natürlich langweilig, wenn wir so wenig sind. Das ist ja blöd. Langweilig. Okay, hier habe ich aber eine Idee. Hier brauchen wir glatten Stein. Das brauchen wir nicht mehr. Ups. Und hier, oh, geil. Bist du eigentlich schon beim Safe? Bist du schon beim Safe? Ich bin schon beim Safe, aber ich habe noch nicht. Aber ein, zwei Wände habe ich, glaube ich, noch nicht fertig gebaut. Der, das sieht richtig krass aus, wie ein Tresor halt. Hey, ich wollte ja einen Tresor bauen. Okay, ich habe hier schon mal den Tresorraum gebaut. Wie baut man so eine Tresortür? Soll ich Eisentüren dafür nehmen? Ja, auf jeden Fall Eisentüren. Oh, hoppla. Was ich hab mich los? Aus Versehen aus der Welt gegraben. Ja. Geil. Hast du gut hingekriegt, auf jeden Fall. Da brauche ich hier noch so Hebel. Ich auch. Ja. Hebel. Ich sollte gleich mal mein Inventar klären. Oh, ich habe eine mega geile Idee. Jo, okay, also hier brauchen wir auf jeden Fall noch Licht. Oh, das brauchen wir natürlich auch. Hier, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir auch. Nur Leute, hier erstmal sowas hier. Das darf man natürlich hier nicht vergehen lassen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Musik angemacht. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Aber ihr seid ja eh nicht an den Computer angeschlossen. Das kann euch also komplett egal sein hier. Da Da packen wir eine fette Truhe rein. Was packen wir denn in diese Truhe rein? Das hier würde ich sagen. Kaum ganz viel von der Kacke hier. Dann noch hier. Was? Das sagt man aber nicht. Ich sag das, was ich will. Tun wir da noch was von rein. Ich auch. Hier noch was von rein. Und das tun wir da auch noch ganz viel rein. Jo. Und dann tun wir das hier. Und hier noch ein paar Dias und so. Ja. Moinsen. Und dann tun wir hier das hier noch rein. Bam. Jo. Aber dann brauchen wir das trotzdem noch. Also hier machen wir dann noch so einen Haufen hin. Okay, der Dieb, der das hier ausraubt, der hat echt krass abgesahnt. Jackpot. Da weiß ich ja, wo ich morgen einbrechen werde, Leute. Nee. Das geht hier nicht. Ist zumindest so leid. Oh mein Gott, brüll nicht so. Was denn? Das war so laut bei mir. Echt? Bei mir ist es. Ja, bei mir macht es so. Du brüllst hier. Sag ich doch. Du brüllst die Zuschauer tot. Junge, das hat richtig schmerzhaft war das gerade. Aua. Oh, mein Tresorraum ist mega krass. Meiner auch. Meiner ist auf jeden Fall. Ich mache hier alles kaputt. Naja, egal. Will ich eh machen. Und hier ist auch schön dunkel, weil es der Tresorraum ist. Da ist nie Licht. Wieso mache ich das eigentlich hier? Es soll eh kaputt gehen.
ich das hier ersetzen will durch diese Bretter hier. Ich war echt noch nie in einer richtigen so eine Bank. Eigentlich sieht eine Bank komplett anders aus. Das sind Geldautomaten und so. Ist egal, ich meine jetzt einfach so eine Oldschool-Bank. Das ist halt eine Schulbank. Eine Oldschool-Bank. Hehe. Verstanden? Ja. Hätte das witzig sein sollen. Es war witzig. Ich hab gelacht. Es ist richtig gemein, wenn du jetzt nicht lachst. Und schrei nicht so. Schreib auf jeden Fall Ideen in die Kommentare, worauf ihr vielleicht Bock hättet, was wir als nächstes bauen sollen. Ich hab schon Bunker gelesen, Leute. Ich hab mal Bunker aufgenommen. Ich hab Bunker richtig geilen, versteckten Bunker aufgenommen. Aber es hat die Aufnahme verschissen. Jetzt lasse ich den Bunker erstmal in Ruhe. Das kommt auf jeden Fall noch. Freut euch drauf, aber das dauert noch ein bisschen. Weil ich habe jetzt, weil ich bin so sauer auf diesen blöden Bunker. Ich kriege Depression, wenn ich den höre. Oder sehe, wenn ich das Wort Bunker lese oder wenn ich es sage. Deswegen habe ich schon wieder Depression, weil irgendjemand umgeht. Soll ich dich anbrüllen? Nein. Ich hab Depression. Ich lasse es an diesen Schwein. Du bist eine Depression. Jetzt esse ich vorher in Augen dieses Fleisch auf. Ich bin richtig gemein. Habt ihr es gesehen? Oh Mann, Mann. Ups. Ups. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie ihr eigentlich mein neues Intro findet. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht wechseln, weil ich finde es eigentlich ganz gut so für den Anfang. Vielleicht will ich irgendwann mal wieder, wenn ich genug Zeit habe oder Bock oder so, werde ich es auf jeden Fall ändern. Aber mir ist schon irgendwie richtig übel. Also, mir ist schlecht eigentlich. Ich habe vorhin eine fette Pizza gegessen. Die war lecker. Und ich einen Döner. Der war auch lecker. Nice. Oh. Und davor noch ein Eis. Wir können ja nächstes Mal Bildbetteln machen. Döner-Faust. Wer den schönsten Döner macht. Nein. Auf jeden Fall schreibt eure Ideen in die Kommentare. Sie können so verrückt sein, wie sie sein können. Einfach so verrückt, wie es geht. Wir werden es auf jeden Fall bauen und schauen, wer der Bessere hier ist. Oh, unsere Bank natürlich ist so cool, Leute. Diese Bank wird so cool. Eigentlich, ich bin wirklich stolz auf mich irgendwie. Diese Bank ist richtig cool eigentlich. Hm? Wie kann man auf dich stolz sein? Ja, wenn man... Ich bin... Hä? Ich check's nicht. Mach mal was Witziges, komm. Außer das ist... Die ist nicht witzig. Oder sei leise, das ist auch noch besser. Dann machen wir das hier außen auch noch schön, damit man nicht so leicht in den Tresor einbrechen kann. Gut, dann sind wir auch gleich mit der Außenwand fertig. Fifa, ich bin so stolz auf dieses geile Mikrofon. Wir haben schon eine Testaufnahme gemacht und Murder Mystery. Alles hat perfekt geklappt. Man hat King of Crafting richtig gut gehört. Hä? Achso, ich bin hier drauf gekommen. Upsi. Ich habe mir gerade so gedacht. Ah, Mann. Nein, warum? Was, Rama? Nein, nicht Rama. Wieso? Seht ihr, er hat einfach schon wieder Hunger. Du fressst dich. Nein, Lama Rama meine ich damit. Lama Rama. Ui, Lama Rama. Lama Rama. Ich hab Lama Ramas als Haus. Lava. Lava Rava. Lava Rava. Nein, der war so schlecht. Oh mein Gott. Der also, war schon wieder gut. Nein, der war richtig schlecht. Der war nicht mal mehr wieder gut. Ich hab gerade auf mein Mikrofon gespuckt. Hoffentlich hört man das nicht. Schon wieder. Wieso schon wieder? Ja, du machst es die ganze Zeit. Ja, ich bin halt ein Lama. Ich bin jetzt zum Lama-Rama geworden. Oh, Lama-Rama mutiert. Minecraft City Bank. Mehr Infos unter www.mtb.net. Jo.
gerade nur mit dem Tresorraum beschäftigt. Echt? Der ging bei mir schnell. Ich habe paar Diablöcke reingeworfen und fertig war er. Ja, echt? Ja. Sollte ich kopieren? Nein, nicht kopieren. Kopieren ist blöd. Was benutzen wir hier eigentlich als Licht? Ich denke mal Seelaternen, oder? Dann wollen wir aber das hier. Ich nehme mal das noch mit. Oh Mann. Die Lever brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das auch nicht mehr. Das ist vermutlich. Oh mein Gott. Ich habe fast in das Mikrofon reingerülpst. Das war sehr knapp. Ja, den hätte das safe gefreut. Dann nehmen wir das hier noch mit. Weil das ja nicht meine Aufnahme ist. Das sah gerade irgendwie creepy aus. Hä? Hey! Hier ist mal in jeder Ecke hier eingeplaced. Und dann sieht das doch schon mal viel hässlicher aus. Nein, das kommt da schon hin. Hör mal auf, King of Crafting, hier reinzuschmatzen. Mit was? Das mache ich nicht. Doch, du schmatzt ins... Ich weiß schon. Okay. Mann, ich bugge hier so rum. Ey, Mann. Wir können vielleicht auch mal Lucky Block Battle machen, aber hier auf der Windows-Szene, auf der Xbox, das macht bestimmt auch Bock. Ich habe übrigens auch auf Skindex. Was auch immer, habe ich jetzt meine Skins hochgeladen. Da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, auf einen von meinen Skins hier. Ich habe ein paar erstellt, zum Beispiel diesen netten Kerl hier. Oder King of Crafting seiner ist auch auf meiner Seite. Schaut einfach mal auf Skindex nach. Link ist in der Videobeschreibung. Ihr könnt natürlich auch auf meinem Kanal sein. Also schauen. Da ist alles verlinkt, wenn ihr möchtet. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Jo. Schaut vorbei. Ich habe schon richtig viele Klicks eigentlich. Vor allem auch bei irgendeinem Mädchenskin, den ich erstellt habe. Hey, King of Crafting, irgendein Mädchenskin hat einfach mehr Klicks als meiner. Das ist so sad. Ich bin jetzt richtig traurig. Das ist so deprimierend. Sollte ich diesen Girlskin da löschen? Nö. Hä, kann man da Likes drauf geben? Ja, kann man. Und sie hat einfach. Und dieser Mädchenskin hat einfach mehr Likes als meiner. Das ist so sad. Ja, deiner hat so gut wie gar keine. Ja, du hast ihn ja auch erstellt. Ich hab ihn echt erstellt. Nach deinen Vorstellungen. Nein. Doch, das waren deine Vorstellungen. Du wolltest ihn so haben. Diese Bank ist ziemlich klein. Naja, egal. Scheiß drauf. Hä, meine Bank ist mega groß. Wow. Meine Bank ist so groß wie Venoms Zunge. Also, ultra groß. Ich hole hier noch ein paar Diablöcke und Smaragdblöcke. Noch ein paar Diablöcke und Smaragdblöcke. Kommen hier alle noch rein. Oh, und die Goldblöcke nehme ich auch ein paar mit. Jetzt kommt hier alles rein. Also wenn man hier drin ist, hat man richtig abgesahnt. Wisst ihr eigentlich, wie das hier noch immer so ist? Hier ist doch immer so eine komische Glaswand, oder? Ja, das ist doch immer so in Banken. Wenn man hier so da mit der Bank da sprechen will, also ich war nicht oft in so einer Bank drin. Also ich war schon öfters in der Bank drin, aber so habe ich mich da jetzt auch nicht umgeguckt. Und da will ich schon diesen vom Beton da reinmachen, den wir immer benutzt haben. Warte mal. Würde ich das hier komplett machen. Hört man das Atmen? Man hört alles. Oh Mann.
Sorry, Leute, wegen dem ganzen Atmen. Aber nein, wir hören dein Atmen nicht. Das war ein Scherz. Hört dein Atmen nicht. Gut. Jetzt? Nein. Das tut in den Ohren weh. Weißt du eigentlich, wie laut du hier zu hören bist? Der Kerl ist wahrscheinlich lauter als ich. Okay, dann machen wir hier noch so ein paar Wartesitze. Wo sind hier die ganzen Stufen? Ich brauche auf jeden Fall nochmal so Schilder. Boah, man hört deinen Controller klicken immer noch so krass. Reichen Schilder? Was kann ich dafür? Weiß ich nicht. Ich kann gar nichts dafür. Du kannst alles dafür. Dann noch so ein paar moderne Sitze. Aus poliertem Andesit. Wenn ich die Stufen hier mal, die Treppen da, irgendwann finden würde. Als ob, wo sind denn die? Hier, oh, geil. Steintreppe 0. Nee, das auch nicht. Polierte Andesit. Was? Ich hab verstanden, du hast eine Treppe im Mund. Das hab ich verstanden. Lol. Cool, das ist erstmal hier so eine Couch. Kann man sich drauf hocken. Dann hier noch so ein einzelner Sitz. Oh nö, nicht da drauf. Oh nein, ich will da nicht eh drauf schreiben. Ich will ins Inventar zurück da raus. Gut, da ist hier noch so ein einzelner Sitz. Können wir den auch hier hin machen? Nee, gell, weil hier kann ich noch kein Schild mehr platzieren. Nein, ach man. Nee, kann ich nicht, ne? Ja, okay, das ist blöd. Haben wir hier noch so zwei hin? Das ist für die ganz fetten Leute. Okay. Dann hätten wir hier schon mal so eine kleine Sitzecke. Und jetzt machen wir hier noch ein paar Bücherregale hin. Bücherregale? Wo sind die Bücherregale hier? Die Bücherregale? Ich kann gut Deutsch sprechen, auf jeden Fall. Ich sollte mal auf Bubble nachlesen, wie man das ausspricht. Hier sind doch immer so Bücherregale, oder? Ja. Ja, das ist doch immer hier so. Okay. Dann, was machen wir dann? Was machen wir für einen Tisch? Ach, ich weiß, was ich für einen Tisch mache. Ich mache hier aus den Teilen hier einen Tisch. Oder nee, ich weiß genau, wie ich einen Tisch mache. Ein Seil, hä? Was ist das dann? So ein String halt. Ach, Faden, stimmt ja, Faden. Ja, da ist was. Kein Seil. Was habe ich da noch gebraucht? Ach ja, Teppich. Nehmen wir am besten hier diesen schwarzen. Der sieht sehr sexy aus. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, Bad Wars oder irgendwas anderes, schreibt es in die Kommentare. Boah, ich hab dich gerade voll komisch gehört. Ja, weil wir das gleiche gesagt haben. Ich hab gehört so. Also so ziemlich gar nichts. Ich habe auch nichts Wichtiges gesagt. Nämlich nur, dass schreibt es in die Kommentare. Ja, genau das habe ich auch gesagt. Das ist eigentlich ziemlich wichtig. Und man sollte hier entscheiden. Und ihr sollt natürlich auch entscheiden, wer dann gewonnen hat am Ende, ne? Ich natürlich. Ja, eher natürlich, ne? Ich habe eine Idee. Ah, ich weiß aber nicht, wie ich die umsetzen soll. Kannst du mal aufhören, jetzt rumzuschmatzen? Mach ich nicht. Du schmatzt. Nö. Auf jeden Fall schmatzt du hier.
Du. Nö, du. Ja, das hier. Warum haben die alle einen Job? Die dürfen keinen Job haben. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Sieht hey, so gut aus. Du hast mich voll auf eine Idee gebracht. Was denn für eine? Noch nix. Ach nicht den Teppich, das hier. Gut. Ja, ist gut mit Schmatzen hier. Ich schmatze nicht. Du schmatzt. Nö. Ziemlich sicher sogar. Oh, wir können hier einfach rein, wenn wir wollen. Was hier denn? Oh, wir sind reich. Oh, wir sind noch reicher. Dann sehen wir mal, was man hier so erbeuten kann. Okay. Würde ich sagen, machen wir jetzt hier auch so hin. Ja, die lassen sich natürlich ja voll gut gehen. Warte mal kurz. Ja, worauf soll ich warten? Nein, ich meine die Zuschauer hier. Aha, ich habe gerade nichts verstanden, aber egal. Wenn ihr sneak, könnt ihr das so machen. Aber sneaken. Macht dagegen sneaken. Okay, dann bauen wir hier noch so einen Stuhl hin, würde ich sagen. Und hier auch noch. Dann können wir da ja Schilder dagegen machen. Ich muss gleich wieder mein Inventory klären. Ah, oh mein Gott, das ist so schlimm hier. Man denkt halt echt, du schmatzt richtig krass. Du frisst irgendwas, denkt man so. Zumindest ich muss die Aufnahme. Ich muss die Aufnahme dann ansehen. Das wird wahrscheinlich voll witzig. Ja, es ist jetzt schon witzig. Wollen wir da noch sowas hin? Was so eine kleine Abtrennung. Ist ja nur noch nur ein Büro, weil sonst dauert es zu lange. Crafting, wie lange brauchst du eigentlich noch? Lange. Sehr lange. Ja. Oh man, kannst du dich nicht mal beeilen? So Leute, in der Zeit können wir hier noch ein bisschen was machen. Schreibt mein Tresorraum mit 2 R. Ja. Nö. Wartet, Leute. Und diese Stufen, diese Vermaledeiten, ich finde hier nicht. Stufen. Steinstufe, Steinstufe, nö. Ziegelsteinstufe. Hier so einen kleinen Bürgersteig. Wir können ja mal schauen, wie es Günther geht. Wir können ihn gleich mal besuchen. Hey, Tresorraum, schreib noch mit 2 R. Tresor und Traum. Ja, das schon. Oh Mann. Wieso fragst du mich dann? Andere YouTuber sind immer so nett zu Tieren. Ich meine, es sind Minecraft-Tiere. Leute, es ist nur ein Spiel. Ja, okay, das hat jetzt bestimmt richtig krass und fies geklungen. Okay, es ist mehr als ein Spiel, aber ich meine im Ernst. Wenn es in der Aufnahme stört, dann habe ich das Recht, es zu töten. Das ist Minecraft-Logik. So macht das Steve auch jeden Tag. Das ist
der Lebensstil von Steve. Ganz ehrlich, Leute, es ist einfach so. Und Crafting, bist du da mal so weit? Ich hab's schon Zeit, hier eine Straße zu bauen. Ja, dann mach doch eine Straße. Ich muss eh noch nachbauen. Oh mein Gott. Junge, hast du keine Hobbys oder so? Wie lange brauchst du für sowas? Okay, jetzt ist halt eine Bank. Wir sitzen jetzt schon über 40 Minuten an dieser Scheißbank. Echt? Ja, über 40 Minuten. Du musst auch ein Info reinbringen. Dauert nicht so lange. Oha, fast eine Stunde. Ich glaube, wir müssen ein bisschen rausschneiden oder so. Nein, wir schneiden hier nichts raus. Wir schneiden nichts raus. Weil man kann halt einfach alles gebrauchen. Weil ich rede ja auch die ganze Zeit dazu. Du hast gerade so gemacht. Wir schneiden nichts raus. Also irgendwie wegen Stimmbruch und so. Das war so witzig gerade. Ja, als ob. Schneid nicht raus. Das habe ich nicht gemacht. Habe ich das gemacht? Warte. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Nein, schreibt nichts in die Kommentare. Doch, schreibt es in meine Kommentare. Was? Vergiss es. Okay, jetzt müssen wir nur noch eine Reihe machen. Crafting, bist du dann fertig? Ich beeil dich mal hier. Ich will dir helfen. Wundere dich nicht, wenn es ein bisschen leer ist. Warte, in einer anderen Welt in Minecraft, da wo es keine Zeit gibt, da will ich eine richtig geile Bank machen. Aber hier ist man ja doch unter Zeitdruck. Hier sind Lama-Ramas. Hier sind Lama-Ramas. Was? Hier sind Lama-Ramas. Soll ich jetzt sagen, Hubi? Ja, ich hol uns jetzt Rama. Ich hol uns Butter. Hey, warum hat die keine Butter gedroppt? Ist doch ein Lama-Rama. Hä, nur eine Leine und Leder, hä? Hey, ich wollte Rama von euch. Hallo, ich will jetzt nicht extra in Rewe laufen wegen euch. Oh Mann. Oh, sorry, ich wollte bloß Rama. Hast du Rama? Ja, Kürbis, Bodensand, Magenta, Farbstoff, Pilz und Ranken. Ja, wer will denn Pilze und Kürbisse essen? Was hast du da zu mir? Ich will Rama haben. Deswegen bin ich hier hingekommen. Oh Gott, die droppen einfach keinen Rama. Ja, als ob, was ist das für Geist? Soll ich dir helfen? Mir? Ja, dir. Das ist ja überraschend fertig. Bist du fertig? Bist du fertig? Warte. Brauche ich nämlich mein Dach hier noch eben kurz schön. Ich fahre jetzt nicht runter, ja. Oh nein, das soll nicht so rübergehen. Oh nein, ich muss noch Licht machen. Oh mein Gott. Dann tu Fackeln hin, das wird da nicht gewertet, das Licht. Alles klar. Immerhin, wir hatten 40 Minuten Zeit, Junge. Da will ich schon was erwarten. Du wirst weinen. Ich werde weinen, weil ich gewinne. Ich werde weinen vor Glück. Nein, du wirst weinen, weil ich so scheiße mache. Sieht schon schön aus hier. Oh, mein kleiner Finger ist eingeschlafen. Nein. Blutzufuhr ist weg. Nein. Blutzufuhr. Er verblutet. Oh oh. Oder er verblutet halt nicht, weil er kriegt kein Blut mehr. Nein, das Gegenteil. Da ist ein Zombie gekommen und hat sein Blut ausgesaugt. Du darfst nicht schauen. Ich hab nicht geschaut. Du darfst nicht schauen. Ich schau nicht. Aber du läufst bei der Bank entlang. Ich seh doch dein Namensschild. Ich bin doch nicht deppert. Also, das ist Günther. Günther hat immer noch nichts anzubieten. Günther, hallo? Oh, er hat immer noch seinen Leidenpickel. Ich schenke ihm Seelaternen und Säulenquarzblock. Du kriegst das noch von mir. Du kriegst meinen ganzen Müll. Da freut er sich drüber. Günther freut sich darüber. Schön. Oh mein Gott, du hast mich gerade so erschreckt. Also, schön. Also, ich glaube, etwas ist nicht so. Ich bade erstmal. Im Lava-Becken.
von Günther. Ja, Günther. Machen Sie mal zu, dass Sie hier bessere Sachen ins Angebot bekommt. Okay, King of Crafting, bist du jetzt eigentlich fertig? Ein Moment. Also sorry Leute, dass es hier so lange dauert, aber Build Battles dauern halt einfach lange, wenn man sich sowas vornimmt wie eine Bank. Ja. Aber ihr habt es euch gewünscht, ja, die Bank. Ihr habt es euch gewünscht. Nein, habt ihr nicht. Doch. Hä, sie haben sich gar nicht gewünscht. Doch, haben sie. Sie haben sich eine Bank gewünscht. Persönlich gefragt. Ja. Warte, wie heißt die nochmal? Schmeckkatze 43 oder so. Das Gegenteil von Muskelkater oder so. Ja, auf jeden Fall. Also, finde ich eine gute Idee. Auf jeden Fall hier vielen Dank für den. Ja, vielen Dank einfach. Ja, vielen Dank für den Vorschlag. Wir haben ihn hier gemacht. Ihr könnt natürlich auch Kommentare schreiben. Dann wir werden euren Namen natürlich dann auch nennen. Ich bin fertig. Nice, er ist fertig, Leute. Oh nein, ich habe keine Fenster drin, aber das wird doch nur überbewertet. Nein, okay. Wir schauen erstmal meins an. Okay, wir schauen erstmal seins an. Oh, da hast du ja mal Mühe gegeben. Wie lange hat das gedauert? Wie lange hat das gedauert, die aufzustellen? Komm rein. What the fuck? Hier, komm erstmal in den Tresorraum. Also das hier ist eine freie Fläche. Alles klar. Und dann Tresorraum. What the fuck, was ist denn das? Oh mein Gott. Schalkerkisten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das hat... Das ist auch noch eine. Wie lange hast du... Das ist auch noch eine. Wie lange hier hast... ist noch eine. Wie lange hast du dafür gebraucht? What the fuck? Da hast du sicher eine Stunde dran gesessen, Alter. Wieso hast du hier so ein Labyrinth in Fackeln gemacht? Was ist denn das? Hä? Hä, das ist doch kein Labyrinth. Warte, Raum. Da gehen wir. Oh mein Gott, das ist richtig cool. Das da ist. Da siehst du, du kennst doch diese Leute, die dir immer das Geld geben und so. Ja, bei den Oldschool-Banken. Ja, und das ist halt nicht zu übersehen. Was ist das für ein Block? Und hier ist der Lapis-Block. Diamanthelm auf. Weiß ich nicht. Sieht auch voll geknackt aus. Du siehst auch so voll geknackt aus. Also beim Skin-Input. Gut, das war's. Nice. Ich zeig dir. Ich zeig dir erstmal hier meine Seite. Wie acht, hier kommen wir wieder raus. Okay. Ich glaube, du wirst einen kleinen Schock bekommen. Dreh dich um. Ja, mach die Augen zu oder. Ja, du musst halt rückwärts hier reinlaufen. Lauf rückwärts rein, nicht schauen. Noch nicht. Ey. Du bist falsch. Du musst weiter nach rechts, ja? Immer nach hinten? Ja, ja. Und jetzt? Weiter nach rechts, nach rechts. Und jetzt dreh dich um. Tada! Er sagt erstmal nichts. Er ist so überwältigt von meiner richtig geilen Bank. Sag was! Schau, hier kommst du so rein. What the hell? Hier oh ist so der Warteraum. Da hast du noch einen Flatscreen-TV. Oh, geil. Kann ich den anschalten? Nö, der ist kaputt. Hättest du vielleicht noch zwei Antennen da? Nein, das ist ein neuer Flatscreen-TV. Der ist richtig neu. Das ist die neueste Version. Da gibt es keine Antennen mehr. Der ist aber leider außer Betrieb heute. Ja, leider. Normalerweise würde der gehen. Nein, lass das. Okay. Schau, und hier ist halt diese, weißt du, in diesen Banken, diese Glastüren so. Also auch hier diese Glasscheiben da. Da kann man hier so reingehen. Und hier ist dann dieser Kerl, der dir dann so sagt, ja, sie können ihr Geld holen. Und jetzt hier in meinem Was ist das für eine Schokoladentafel? Das sind Trapdoors. Hä, das habe ich ja noch nie gesehen. Das sind die neuen. Das ist eine geile Idee. Warte, wenn sie zusammenpacken wollen. Ach, Junge, lass es doch. Komm das her. Das ist echt schlecht platziert. Nein, das ist gut. Nein, schau hier. Hier ist der Tresorraum. Natürlich mit Doppeltür, weil hier so viel drin ist. Hier ist noch so ein Fass. Geil. Aber man wird halt hier so richtig. Hey, was ist hier ein bisschen... Also, ich hab hier alles vollgemacht. Also, geil.
mega geil. Ihr könnt natürlich abstimmen, wer ja. hat natürlich Gaming Steve. Oh. Ich gönn ihm das. Ich hab echt so scheiße gebaut. Okay, Leute, ich zeig's euch hier nochmal. Noch. What the fuck, was ist das für ein Obsidian-Bunker da drin? Okay, ich zeig euch jetzt mal hier noch zwei. Noch einmal kurz. Ganz kurz. Hier, oha, das dauert fast eine Stunde hier. Oh mein Gott. Das dauert zu lange. Das tut mir echt leid. Also, hier waren mal zwei Figuren. Hier sind halt so. Hier kommen wir in dieses Fackellabyrinth. Dann ist hier der Tresorraum. Und hier sind dann diese ganzen Schalkerkisten voller Dias, Smaragde und alles mögliche und alle möglichen Zeug so. Und da geht man wieder durch das Fackellabyrinth und hier ist dann halt der Warteraum bei ihm, dann die ganzen Villager, die ihm, die einem dann hier das Geld geben und dieses Labyrinth wieder zurück und halt diese zwei Wachen. Oh Mann, es ist kein Labyrinth. Und dann habe ich hier noch diesen Rundweg hier mit dem Dach und dann halt hier mit dem Glas noch so. Da ist halt die Straße, da kommt man hier so rein. Da kann man hier noch unter im Internet nachschauen. Da kann man hier Warteraum, dass man hier so wartet. Da kann man sich hier so Zeitschriften holen. Und leider ist der Fernseher heute außer Betrieb. Da kann man hier so. Und dann kommt man in den Tresorraum. Da kann man sich dann auch hier alles plündern. Jo, Leute. Also. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt ein Like da und abonniert meinen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei King of Crafting vorbei. Das würde ihn auch übelst krass freuen, wenn ihr das mal kurz machen könntet. Link ist in der Videobeschreibung und bis dahin. Ciao. Und möge diese richtig krasse OP-Bank mit euch sein. Tschüss. Yo, ciao.